Hallo, ich bin Laura. Wie schafft es dein Körper, die Energie aus deiner täglichen Nahrung, vor allem den Kohlenhydraten, zu nutzen? Dies geschieht in den verschiedenen Teilprozessen der Zellatmung. In diesem Video werden wir uns hierzu den Zitratzyklus in Bezug auf Kohlenhydratnahrung mal genauer anschauen. Ordnen wir zunächst den Zitratzyklus in die Zellatmung ein. Die Zellatmung beginnt mit der Glykolyse. Hier wird die Grundenergie aus den Kohlenhydraten für die Zellatmung in Form des Stoffes Pyruvat hergestellt. In der oxidativen Dekarboxylierung wird dann das Pyruvat zunächst zum Acetylcoenzym A umgewandelt und anschließend in den Zitratzyklus weitergegeben. Auch Fette und Proteine können zum Acetylcoenzym A umgewandelt werden. Im Zitratzyklus entsteht dann die Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.